Nord Stream 2 und die Männerfreundschaft zwischen Wladimir Putin und Gerhard Schröder entpuppen sich immer mehr als politischer Sprengsatz. Das Projekt bereitet auch den Dänen Kopfschmerzen. Deshalb verweigern sie weiter die Baugenehmigung in ihren Hoheitsgewässern. Er kann das erklären, Jens Höfsgaard. Der Journalist ist nach Berlin gekommen, um sein Buch vorzustellen. Mecklenburg-Vorpommern kommt darin häufig vor. Das liegt auch an der russlandfreundlichen Politik der Landesregierung. Manuela Schwesig versucht in ihrem Bundesland Arbeitsplätze zu schaffen, Unternehmen anzulocken. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das anstellt und mit wem. Man sollte seine Freunde mit Umsicht wählen. Die Frage ist, ob Manuela Schwesig gerade die richtigen Freunde hat, wenn sie sich so dicht an Putin und seine Regierung anlehnt. Neugierig wird Jens Höfsgaard, als er vor 4 Jahren Akteneinsicht zu Nord Stream 1 beantragt. Was er erhält, sind fast komplett geschwärzte Papiere. Bei seinen Recherchen in Skandinavien stellt er fest, dass auch die ehemaligen Staatschefs von Schweden Persson und von Finnland Lipponen als Lobbyisten bei Nord Stream angeheuert haben. Gehalt 200.000 Euro im Jahr. Das ist eine Welt, in der wir unsere skandinavische Unschuld verlieren. Wenn wir also bei einem Projekt mitmachen, das von Leuten vorangetrieben wird, die eine Vergangenheit als KGB-Agenten oder Stasi-Spione haben. Jens Höfsgaard sieht Nord Stream deshalb nicht als rein wirtschaftliches Projekt. Für ihn ist die Gasleitung ein politischer Spaltpilz in Europa. Deshalb warnt er davor, das Projekt gegen den Willen der Skandinavier und Osteuropäer durchzudrücken. Sollte das doch geschehen, würden vor allem Putin und ein engster Kreis um den russischen Präsidenten davon profitieren, alle anderen verlieren. Solange Frau Merkel dort hinten im Kanzleramt sitzt und sich mit Wladimir Putin und Matthias Warnig von Nord Stream einig ist, so lange dividiert sie Europa auseinander. Das ist doch nicht die Rolle, die Europas führende Nation haben sollte. Ganz im Gegenteil. Deutschland sollte doch Europa zusammenhalten. Sein Buch Gier, Gas und Geld hat Jens Höfsgaard sicherheitshalber dem Regierungssprecher Steffen Seibert in die Hand gedrückt. Denn die einzige, die nach Meinung des dänischen Journalisten noch Nord Stream 2 stoppen kann, ist Seiberts Chefin, die Bundeskanzlerin Angela Merkel.